Hey Leute und herzlich willkommen jetzt hier zum fünften Teil. Ne? Wir haben ja jetzt den Sprung gemacht. Ich habe ja gesagt in den vorherigen Teilen, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen Überblick über das ganze Spielgeschehen gewinnen möchte, ne? Damit ich einfach ein bisschen cool euch die ganze Sache so ein bisschen näher bringen kann. Ne? Jo, was hat sich verändert? Ihr seht schon, auf unserer Startkarte sind Tatsache unsere Sektoren untereinander verbunden. Ne? Die stehen dann auch im weiteren Spielverlauf wirklich in Abhängigkeit voneinander, indem ja, Sektor A, sage ich mal, hier unser Startsektor, Dinge produziert, die der Sektor wieder braucht, ne? Und halt auch andersrum. Ja, das funktioniert ganz gut. Wie ihr seht, sind wir auch schon auf dem Mond angekommen, dazu komme ich gleich. Erst möchte ich euch aber einfach mal zeigen, was sich in unserer Hauptinsel getan hat. Ne? Ihr habt ja in diesem kleinen Zeitraffer gesehen, dass sich da ordentlich was getan hat. Ne? Ja. Ich hoffe, der Zeitraffer kam nicht zu billig, weil ich wollte es einfach bloß so machen, dieses Spielgeschehen darstellen, was so in Zwischenzeit war. Ne? Und das halt einfach ein bisschen beschleunigt, damit ihr seht, was ich so gemacht habe. Aber nur als kleinen Einblick habt ihr ja auch hoffentlich auch so aufgenommen und da jetzt nicht so viel Kritik drin. So. Ja, hat sich ordentlich was getan, ne? Will ich mal meinen. Schaut euch mal die Gebäude an. Wahnsinn, oder? Also da hat sich wirklich viel, viel, viel getan. Jo. Nicht wundern, wie gesagt, wieder. Ich habe die Hintergrundmusik deaktivieren müssen, da die irgendwie lizenzgeschützt ist auf YouTube. Finde ich etwas komisch, weil ich andauernd Meckereien wegen Urheberrechten ja, bei der Hintergrundmusik bekomme und um das einfach zu vermeiden und das nachgearbeitet zu vermeiden, ne, habe ich es einfach deaktiviert. So hört ihr auch meine schöne Stimme besser. Ja, nicht wundern, ich habe heute ein bisschen mehr zu erzählen, deswegen plapper ich vielleicht auch ein wenig viel. Ne? Ja, wir haben alle Küstenbauplätze belegt, ne? Haben die auch ausgebaut. Wir konnten mit Modulen arbeiten. Ne? Ihr könnt nämlich jeden Produktionsbetrieb gegen ja, Kosten von speziellen Ressourcen auch durch Module erweitern. Also das sind quasi Upgrades in diesem Sinn, aber diese Upgrades verbrauchen halt zusätzlichen Bauplatz, sind aber sehr effektiv und man sollte Produktionsstätten dahingehend immer wirklich aufs Maximum ausbauen, wie hier zum Beispiel, ne, unsere Reisfarm, ne, und da kann man halt mit vielen Dingen spielen. Hier oben haben wir, ja, sektorenbedingte Rohstoffe, ne, die sind von Sektor zu Sektor unterschiedlich, also ist klar. Hier in unserer gemäßigten Zone brauchen wir andere Rohstoffe und Ressourcen als in der Arktiszone oder auf dem Mond, logisch. Ne? Ja, bilanztechnisch hat sich auch einiges getan. Ich hatte schon eine weitaus höhere Bilanz als 5905, wie jetzt aktuell. Ja, das waren schon knapp 20. Wahrscheinlich sind es bei anderen Spielern schon etlich mehr gewesen. Kann man ganz, ganz schnell hochziehen, ja, weil, ich sag mal so, der Handel megamäßig vereinfacht worden ist. Ja, man braucht also nur noch Handelsrouten zwischen den Sektoren oder zum Weltmarkt, also dieser Raumstation halt, eröffnen und schon geht's los mit dem Rohstoffaustausch und mit dem Geldverdienen. Das ist ganz einfach gemacht. Finde ich aber eigentlich ganz sympathisch und ich sag mal so, der Wuselfaktor mit den Transportschiffen ist ja geblieben, weil wer mal guckt, ja, wem das mal aufgefallen ist, die ähneln ganz schön den Transportschiffen aus dem Teil Anno 270, finde ich persönlich. Und da sieht man auch, dass die Inseln untereinander kleine Handelsrouten bilden. Ja, also ich denke mal, die Entwickler von Anno haben sich das einfach gemacht für uns, indem die gesagt haben, okay, gut, wir brauchen nicht mehr diese Handelsrouten selber erstellen, sondern das wird ja, optisch gemacht durch Bötchen, die von A nach B fahren. Und so wird auch automatisch jede Ressource, die ihr erstellt, quasi zu den Produktionsbetrieben hin automatisch geführt. Ne? Hier rüber zum Beispiel, wenn ihr nicht gleich auf der Insel produziert. Weil diese globale Geschichte, die wird gleich angeglichen. Baut ihr einen Produktionsbetrieb, ja, meinetwegen jetzt hier, ne, bei den ja, Sündzellen, ach, keine Ahnung, was das heißen soll, Sündzellen, dann baut ihr einfach eine Produktionseinrichtung entsprechend, dann geht diese Zahl auch schon hoch, können wir ja einfach mal machen. Gucken, wo hier, da produziere ich die doch schon. Ganz geil, Pipettenwerkzeug, blub. Ah ne, das sind Transporteinrichtungen. Wir wollen ja hier die Geschichte noch einmal weiter, dann zeige ich euch das nämlich mal. Dann bauen wir die jetzt mal. Und jetzt kommt diese Modulbaugeschichte, ne, die ich gerade erwähnt habe. So. Dann klicken wir das einfach mal an. Und jetzt, hier, guck mal. Ne? Am Anfang habe ich doch noch gesagt, oh, wie schön, man braucht diese Art Farben halt nicht mehr durch die Felder arbeiten. Dünn, dünn. Es ist doch so geblieben. Und zwar in dieser Art und Weise. Ne? Wir produzieren damit natürlich automatisch auch viel, viel höhere Erträge. Es geht ja auch dann natürlich um höhere Beträge in den Bilanzen und so weiter. Ne? Arbeitskraft, Strom. Und den Bedarf an Transportkapazitäten, sage ich mal. Ne? Ja, läuft eigentlich ganz cool. Ich habe mich hier drüben recht platzsparsam aufgebaut, weil ich gemerkt habe, dass doch ein Anno der Platz recht eng wird irgendwann. Ne? Das sieht man auch. Ja, die Insel ist komplett aufgebraucht.
Ja. Ich hätte da aber einen das Job für Übersatteln dich, ist auch mega aber einfach. da Man könnte fährt nur es zu einer richtig zur Sache Anlegestelle. gehen. An einer Insel gibt es hier noch irgendwo eine. Bup, bup, bup. Würde ich jetzt bloß mal kurz zeigen, wie die Scheißdinger aussehen. Ups, ich hab geflucht, sorry. Kommt nicht wieder vor. Ah, hier. Einfach da mit seinem Kommandoschiff randüdeln. Ja, und dann kann man hier draufklicken. Dann ist es nicht mehr grau, sondern blau. Und dann steht da Gebiet beanspruchen. Klick, zack, ihr habt eine neue Insel. Eigentlich recht cool gemacht. Okay. Damit die Folge nicht so lang wird, gehe ich jetzt hier auch gleich mal zurück in unsere Weltansicht. Und wir schauen uns mal an, was sich in der Arktis getan hat, bevor wir zum Mond rübergehen. Ne? Ach, diese roten Bereiche, die sind reine, cool. Ja, sag ich mal, hier. Gefechtskarten. Dann kannst ne, du ja mal Karte in meinem kennen. Lager vorbeikommen, wenn du magst. Aha. Ja, diese kleinen Informationen, die kommen immer von, wenn ihr bei Sektoren zum Beispiel offene Aufträge habt oder so, die gerade noch laufen, dann kommen auch manchmal Erinnerungen, hey, schau mal wieder rein. Nö, mach mich mal fertig. Also, den Auftrag. Jo, hier sind wir in der Arktis. Wie du siehst, hat sich ja auch einiges getan, ne? Finde ich aber ganz kultig gemacht, ja. Und ich finde es auch wieder mit Liebe zum Detail, haben sie es wirklich witzig gemacht. Hier sehen wir noch die ja, Beschützer. Ne? Okay, ich sag mal so, würden wir andere Teile spielen, vielleicht die aus, weiß ich nicht, woher kommen oder so, wären es wahrscheinlich Robbenklopper. Nein, Quatsch. Und Warnung, hier, das sind die Wissenschaftler, also die höhere nach bestimmten Verbrauchsgütern. Bewohnerstufe, auch natürlich auch entsprechend höhere Güter. Ja. Ja, die Arktis ist eigentlich recht unspektakulär, ist so ein Mittelding, bevor man zum Mond kann, ne? Braucht man aber, ist unablässlich, damit man diese Raumstationsdingerchens hier aufbauen kann, also die Upgrades durchführen kann, ne? Und man dann halt auch den Mond besiedeln kann. Ja, wo wir auch den Mond jetzt schon erwähnt haben, dann kommen wir auch gleich mal zum Mond. Gehen wir mal rüber da. Ist ja wie eine kleine Sightseeing-Tour hier heute. Ja. Achso, man kann sich diese Teilbereiche, die ausgegraut sind, kann man sich auch kaufen. Ne? Also wenn irgendwann die Karten mal voll sind, ne? Wenn man irgendwie Rohstoffe braucht, Sie das man hier tun? Nicht mehr produzieren kann, dann handeln Sie mit hat man mir. Die Möglichkeit, diese Bereiche hier von seinen Konkurrenten aufzukaufen. Draufklicken, sieht man den Kaufpreis. Dreht sich jetzt momentan, glaube ich, so von was sind denn das? 800.000, glaube ich, bis so 3 Mille, Millionen. Ne? Ja. Naja. Ja, auch der Mond hat eine Ladephase. Ja, mein Rechner hat auch ganz schön zu kämpfen. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Aufrüstung in Betracht ziehen, weil wenn Fallout kommt am 10., werde ich damit auch mit den Let's Plays starten, ne? Weil Fallout ist auch ein mega, mega Lieblingstitel von mir. Also wenn ihr dahingehend auch mal sehen wollt, was ich da dumm quatsche, dann gerne auch mal bei Fallout reinschauen. Aber da ist ja noch ein bisschen hin. Vorbestellt ist es schon, ich warte nur. Ne? Man kann es ja auch pre-downloaden. Okay, zurück zu Anu, zurück zum Mond. Da sind wir. Jo, da seht ihr auch gleich, was am Mond Gefahrenquelle Nummer 1 ist. Das sind Kometeneinschläge, die werden in Anno, ja, wie Star Trek und sonst wo durch. Hier. Na, da ist ein Schutzschild, genau. Und erledige es einfach. Mhm, ja, das machen wir später. Werden durch Schutzschildgeneratoren geschützt, ne? Und da prallen dann einfach die Meteoriten, die hier einschlagen wollen, einfach mal anzukriegen. Ja, Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, auch der Mond braucht natürlich Güter, ne? Und hier können wir natürlich Sachen, die auf der Erde hergestellt werden, müssen nicht herstellen. Das heißt, der Mond braucht eine ordentliche Versorgung von den Erdsektoren aus, ne? Aber hier können wir mega einzigartige und mega teure. Mensch, mega, können wir schon mitholen. Also teure Ressourcen abbauen und können die dann zur Erde schicken. Ne? Ich bin aber da an dem Punkt noch nicht angekommen, weil ich erstmal hier das noch hinkriegen muss, dass ich hier... Ach, warte mal, geht schon. Na gut, okay, dann bleibt mal dabei, dann machen wir das doch gleich mal. Okay, dann drücken wir mal das Zauberknöpfchen, mal gucken, was passiert. Landeplätze sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können sie interorbitale Transportrouten einrichten. Aber das heißt nicht, dass ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass sie ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Okay. So, dann schicken wir als erstes mal, das habe ich nämlich schon, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, das habe ich vorhin schon gemacht. Ich habe hier nämlich ausreichend, wir werden mal eine neue Transferroute erstellen, ist mega kinderleicht gemacht, weil die Mondmännchen, die brauchen Verjüngungskuren, wofür weiß ich nicht, aber die brauchen sie. So, dann müssen wir hier die Ware anklicken, den Ausgangssektor anklicken, Zielsektor anklicken, können wir jetzt den Mond haben hier erfahren. Hui, holla die Waldfee. Mal eben 3 Scheine für eine Transportroute. Die kostet schon ordentlich Unterhalt. 5 Scheine.
Das müssen wir aber machen. Bestätigen wir mal. Ich glaube, ich werde auch jetzt hier oben in den Genuss kommen, auf dem Mond teure Ressourcen abbauen zu können. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Okay. Verbindung wird hergestellt. Ja, ist schon ganz nett gemacht, Alter. Kann man echt nicht sagen. Schön, schön, feini, fein. So, jetzt kriegen die ihre Dinger. Und was brauchen wir? Angestellte benötigen mehr Ware. Bionische Erweiterung. Nein, gucken wir mal. Okay, wir kratzen jetzt hier wieder das Bilanz Minus. Also, was heißt Bilanz Minus? Zweimal Plus. Okay, das wollen wir aber herstellen. Das brauchen wir für seltene Erden. Platz. Ja, also auch auf dem Mond werden Minen hingesetzt. Ne? Hier wird zum Beispiel jetzt, da seht ihr, da schlagen die mit den Kleinen. Ja, von dem Schutzschild. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Vorher gebaut hat, beschützen. Ja, sonst wäre eure Mondbasis ja quasi in Gefahr. So, hier wird, ich glaube, Kerneis, genau, hier wird Kerneis gebohrt. Aus dem Eis wird später Sauerstoff hergestellt. Ne? Somit können sich eure Leute auf dem Mond versorgen. Hier werden Titanplatten hergestellt. Titan und Sauerstoff sind zwei Grundverbrauchsgüter auf dem Mond, die ihr einfach haben müsst. Aber ich würde jetzt gerne mal hier Dinge zu bauen. Wartet mal. Was brauchen wir dafür hier? Sind es diese Erden? Seltene Erden. Jo. Okay, dann pflanzen wir uns doch mal darüber. Oder brauchen wir auch ein Schutzschild? Wieder. Jetzt würde ich es nicht sehen. Schutzschild hinter. So, dann brauchen wir wieder eine Straßenverbindung, eine allgemeine. Die brauchen wir auch auf dem Mond. Halt an, ne? Warum auch immer. Okay, erwartet jetzt was auf was gefahren. Wir haben noch eine Transportmöglichkeit hier angesetzt. Muss ich jetzt echt wieder erst ein Ding bauen? Immer schön aufs Geld hier. So. Wir stellen jetzt 6 her. Dann möchte ich jetzt gerne noch die haben. Wir haben keinen Saft mehr. Benötigt Bergplatz. Energiebedarf nicht länger deckbar. So, haben wir genug Saft? Nee, haben wir nicht, weil wir erstmal wieder eine Straße brauchen. Und kein Schutz durch Schilde und wir brauchen einen Schildgenerator. Zack. Also, auch der braucht. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. So, und ihr seht, ja, wir haben jetzt hier zum unser Glück Ding geschützt, hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. Aber ich versuche mal noch schnellstmöglich das ein bisschen auszunutzen. So, produziert ihr jetzt? Alles klar. Haben wir ein Plus? Haben wir die das war ja eigentlich schon klar, ne? Okay, dann versuchen wir es mal zu erweitern. Das ist Qualität, wie du siehst. Zwei. Weil wenn ich jetzt wieder eine Route zurück zur Erde setze, dann rechnet sich das ja wieder gar nicht besser. Wie ich das meine? Okay, wir schauen mal. Neue Transferroute. Gut, es bildet natürlich auch wieder seinen Nachteil, ne, dass man auf die Routen bloß so einfach eingreifen kann. Weil theoretisch könnte ja die Tour, die Sachen hier liefert, auch wieder Sachen mit zurücknehmen. Ne? Also müsste man ja keine neue anlegen. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen Schwachsinn. Aber vielleicht mache ich wieder irgendeinen dummen Fehler. Warte mal, wir gehen mal auf Routenübersicht. So, warum kann ich da jetzt nicht einfach wieder... Das ist totaler Schwachsinn. Wartet mal. Ich muss jetzt erstmal... Erstmal musisch. Wartet mal. Können wir hier nicht noch ein bisschen was rausholen? Plus 9. Wartet mal. Ich suche nämlich gerade eine Region, die vielleicht ein bisschen was über hat hier. Arktis. Was haben wir hier so schönes? Ja, das wäre doch plus 1. 41 zahlen die dafür. Hier sieht man immer den Preis, was der Weltmarkt zahlt. Oh, 126, Alter. Ich glaube, ich weiß schon, auf was ich bauen werde. Ja, geh mal da rein. Abbrechen.
Okay, Leute. Ich wollte euch jetzt erstmal einem Unternehmen sollten nie die Aufträge geben, ne? Ausgehen. Wo wir ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Ja, diesen kleinen Schnitt vorher, ne? mit dem kleinen Zeitraffer. Ich hoffe, hat euch gefallen bis dato. Schaltet zur nächsten Folge ein. Da gehe ich jetzt wieder ins Gameplay rein mit euch, genau. Ne? Ich wollte euch jetzt halt erstmal einen Überblick geben, was alles so ein bisschen passiert ist. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas genauer sehen wollt, schreibt mich einfach an. Ist überhaupt kein Problem. Ne? Ich gehe dann gerne nochmal in andere Details rein. Ja? Zum Schluss nachher, wenn ich mit dem ganzen Spiel so auch fertig bin, werden wir natürlich auch ein paar Tipps und Tricks noch durchnehmen. Ist klar. Jo, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei warst und dann bis zum nächsten Titel. Dann werden wir mal dafür sorgen, dass wir ein ordentliches Bilanzplus bekommen. Alles klar. Dann freue ich mich und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.